die Ergebnisse zeigen, Bregen spielt viel besser als letzte Saison. Sie ziehen ihr Ding durch und natürlich wollen wir schauen, dass wir das unterbieten heute. Ja, die Schwarzer sind dafür bekannt, dass sie einen sehr starken Tormann haben mit dem Kischu. Haben sie einen soliden Rückhalt. Da gilt es natürlich, die Chancen zu verwerten, und wenn uns das gelingt, dann werden wir auch heute gewinnen. Sekunden noch zu spielen. 28-28. Geholt jetzt Schwarz oder Hampel-Tirol hier den Treffer, dann hat Bregenz noch einen Angriff, um den Ausgleich zu erzielen. Zeiner, bloß jetzt nicht hier einen Fehler machen. So, jetzt sind es noch 25 Sekunden. Du musst hier den Treffer machen, sonst gibt es noch den Gegenangriff. Abgewehrt, verteidigt. In dieser extrem spannenden Partie. Jetzt wird der Ball dann zu Zeiner kommen. 17 Sekunden noch. Zeiner. 6 Sekunden. Also innerhalb dieser Zeit muss hier geschossen werden. Schauen wir, wie es angelegt wird. Da wird Kotta den Ball wahrscheinlich auf Vinogradov spielen und der zieht jetzt ab, wollte ich sagen. Rote Karte für Huber, mit der linken Hand ist er da Vinogradov ins Gesicht gefahren. Trifft er? Unentschieden. Trifft er nicht. Gewinnt Hampel-Tirol dieses extremes Spiel. Da haben wir Kischu gegen Vinogradov und der macht den Treffer. Ausgleich hier 29-29.